herzlich willkommen zur Session Student Digital Office, der Weg vom Office zum Student. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und falls Sie Fragen haben, bitte diese in den Chat stellen und sonst übergebe ich gleich an Inga den Bocker. Danke, ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Und zwar möchte ich heute das Student Digital Office der CAU vorstellen, genau unter dem schönen Titel Der Weg vom Office zum Student. Da wollen wir heute so ein bisschen drauf gucken. Aber wer bin ich erstmal überhaupt? Ich bin Inga Willenbockel, ich studiere an der CAU Kiel Psychologie im 10. Semester und arbeite in der Prozessgruppe eben, die dieses Office gründet, zusammen mit der Projektkoordination Annika Voss. Die sollte eigentlich den Vortrag auch mit mir zusammen halten, ist jetzt leider aber aus persönlichen Gründen heute verhindert. Dadurch halte ich diesen Vortrag alleine. Das soll aber kein Problem darstellen. Genau, ich bin auch von Anfang an bei diesem Projekt dabei gewesen und hoffe deswegen auch alle Fragen beantworten zu können, die vielleicht aufkommen. Vorweg einmal kurz zur Gliederung, also was heute so das Thema sein soll. Wir werden so ein bisschen anfangen, einmal uns die Idee anzugucken. Also was ist überhaupt die Idee dieses Offices gewesen? Und wollen dann uns diesen Partizipationsprozess, der dann gestartet hat, genauer angucken und dabei auch einmal Fokus drauf legen, wer die Gruppe war, die in diesem Prozess gearbeitet hat. Zudem soll es eben einen kleinen Einblick in den Prozess selbst geben, ebenso in die Ergebnisse und dann das Konzept, was am Ende stehen soll. Am Ende mache ich noch einen Ausblick und allgemein werde ich immer wieder Zwischenfazit ziehen und am Ende noch ein Gesamtfazit, damit wir so eine runde Sache am Ende dabei rauskommt. Ja, und vor allem steht dabei die ganz große Frage, was hat Pizza mit einem gelungenen Partizipationsprozess zu tun? Deswegen diese schöne Abbildung. Und das soll hoffentlich am Ende dieser Präsentation auch geklärt sein. Kommen wir als erstes einmal zur Idee. Also wie ist eigentlich dieses Office entstanden? Wie kommen wir eigentlich zu dieser Präsentation heute? Und zwar war die Idee, es soll einen physischen Ort auf dem Campus in Kiel eben geben, von Studierenden und Mitarbeitenden verwaltet. Mit der Idee, wenn zum Beispiel ein Studierender eine Idee hat, die kann der Studierende, die Studierende dann an das Office weitergeben und das Office würde dann wiederum das an die Uni weitergeben, die dann vielleicht eine Veranstaltung plant, einen Workshop anbietet oder ähnliches. Aber es soll eben auch andersrum funktionieren, das war die Idee, dass eben auch die Uni sich an dieses Office wenden kann und dann zum Beispiel darüber vermittelt Studierende findet, die mit der Uni-Verwaltung an einem Projekt arbeiten oder die dann an die Verwaltung zugehen und eben Bedarfe ermitteln können. Und insgesamt sollte das Office in unserem Gedanken, in dieser Idee, eine vernetzende und informierende Funktion haben und eben auch einige Maßnahmen und Projekte durchführen. So der Gedanke dahinter. Und dabei ist dann natürlich, nach einer Idee muss ja noch mehr passieren. Es muss ein Beschluss gefasst werden, dass diese Idee dann auch verwirklicht werden soll. Das Ganze ist im Februar 2022 geschehen durch das Präsidium der CAU in Kiel, weil es eben da noch ganz passend 22, kann man sich noch denken, den Bedarf eben gab noch durch die vergangene Corona-Pandemie. Man hat gesehen, dass die digitale Transformation irgendwie in Kiel an der Uni irgendwie weiter vorangetrieben wurde, aber oft tatsächlich die Studierenden noch gar nicht so gut mitgenommen wurden oder die das Gefühl hatten, nicht wirklich eingebunden zu sein in den Prozess. Und so kam es dann zu diesem Projektstart, dann im Sommer 2022 tatsächlich, als dann meine Kollegin, die Projektkoordination Annika Voss, eingestellt wurde. Und sie hat dann die Aufgabe bekommen, eben einen Prozess zu starten und daraus ein Konzept zu schreiben für dieses Student Digital Office. Das sollte sie entwickeln und dann durchführen. Und dadurch ist das Ganze an sich erstmal eine Top-Down-Idee, weil die Idee kam halt aus der zentralen Verwaltung. Das Projekt aber selbst soll ein Bottom-Up-Projekt sein. Bedeutet, es wird von Studierenden verwaltet und die Wirkung geht auch eben in die Studierendenschaft, eben aber auch natürlich an alle anderen AkteurInnen. Und es zeigt eben, wir haben eine Notwendigkeit, die Studierendenschaft eben in die Ausgestaltung eben aktiv auch einzubeziehen, weil sonst wird sie oder dieses Office an sich nicht aktiv am Ende genutzt werden können. Und daraus hat sich dann eben die Notwendigkeit eines Partizipationsprozesses für uns ergeben. Und das wurde dann weitergetragen und dann ist Annika Voss quasi auf uns zugekommen mit dieser Idee. Ich möchte auch einmal zeigen, weil es jetzt ja noch an sich um die Idee ging,
was wir denn überhaupt wussten. Also was war die Grundlage, die gemeinsame, wo wir sagten, okay, so soll dieses Office, so soll dieses Projekt sein. Und zu Beginn standen folgende Dinge fest. Einmal, dass sich Studierende als studentische MitarbeiterInnen in diesem Office eben engagieren sollen und eben Teil davon sein sollen. Und das andere, was auch feststand, war, dass dieses Office in einem engen Austausch mit allen Statusgruppen stehen soll, mit Mitarbeitenden, mit Lehrenden, aber eben auch mit den Studierenden, weil das Office sonst eben nicht alle Gruppen erreichen könnte. Wichtig war uns auch, dass es eine mitarbeitende Person gibt an der Uni, die als Ansprechperson zur Verfügung steht. Zudem sollte, wie ich schon meinte, eigene Büroräume auf dem Campus realisiert werden, eben weil wir sehr davon ausgingen, eben einen physischen Ort schaffen zu wollen. Und zu guter Letzt stand eine enge Zusammenarbeit mit dem Green Office fest. Das ist auch ein Projekt, was an dieser Uni gegründet wurde. Das war so ein bisschen der Vorreiter für unser Projekt und deswegen besteht dort auch der Wunsch nach einer engen Zusammenarbeit. Das waren also quasi die Themen, die Schwerpunkte, die schon festlagen, zeigt aber auch, dass eben vieles noch unklar war. Und das zeigt sich ganz gut in unseren Projektzielen, weil die eben zu Beginn einfach noch gar nicht feststanden, so richtig, was können wir daraus eben ziehen, was sind unsere Ergebnisse, die wir haben wollen. Und das eine wäre zum Beispiel das Thema Aktivitäten. Also soll dieses Office, soll in diesem Office vielleicht Workshops stattfinden, sollen wir Umfragen machen, also was für Aktivitäten soll dieses Office am Ende durchführen. Zudem war auch sehr unklar, wie sieht es mit der Anbindung an die Verwaltung aus? Also braucht es irgendwie ein Mandat? Ist man angebunden vielleicht aber auch an die allgemeine Studierendenverwaltung, also an den AStA? Und wie arbeitet man da zusammen? Und das Gleiche zeigt sich so ein bisschen auch bei dem Thema Mitarbeitenden. Wie sind da so die Hierarchien? Gibt es da irgendwie Weisungsbefugnisse? Was sind eigentlich die genauen Aufgaben und wie viele werden gebraucht? Auch die Schwerpunktsetzung war zunächst unklar. Da war die Frage, gibt es irgendwie, sollen nur Tools gelernt werden oder eben auch Kompetenzen? Und wie sieht es vielleicht auch mit so politischen Äußerungen aus? Also darf sich oder soll das Office Stellung beziehen zu Themen wie KI oder sollte es lieber neutral bleiben und dann nicht Stellung beziehen? Und natürlich der Name, wie soll das Projekt eigentlich am Ende heißen? Auch ein wichtiger Punkt, denn wir haben im Prozess gemerkt, dass Student Digital Office irgendwie andere Assoziationen erweckt, wodurch dann eben der Gedanke kam, einen neuen Namen zu finden. Darauf gehe ich aber im Folgenden auf jeden Fall noch einmal genauer ein. Das erstmal zu dem Thema, das, was wir alles quasi hatten als Grundlage. Und jetzt würde ich dazu kommen, was quasi die Prozessgruppe überhaupt ist. Also ich hatte schon davon gesprochen, es handelt sich irgendwie um einen partizipativen Prozess und habe gesagt, ich bin selbst Teil dieser Prozessgruppe gewesen. Und genau, würde da einmal jetzt genauer darauf eingehen, wer diese Prozessgruppe überhaupt ist. Denn diese Gruppe bildet eben den Kern des Prozesses. Alle Entscheidungen sind über diese Gruppe gefallen. Bedeutet, der gesamte Prozess lag eben in den Händen quasi dieser Gruppe, ebenso auch das finale Konzept. Und eine Gegensteuerung war nur durch Überzeugung möglich. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel eine bestimmte Person aus der Sicht der zentralen Verwaltung noch befragt werden sollte, dann wurde das eben nicht einfach von der Verwaltung entschieden, sondern die Prozessgruppe wurde quasi gefragt und man hat dann versucht zu überzeugen. Genau, und das hatte zur Folge, dass halt die Studierendenschaft durch echte Partizipation eigentlich eingebunden wurde. Und das ist eben ganz wichtig, weil sonst läuft es eben halt nicht bedarfsgerecht für Studierende ab, sondern es hat eine echte Partizipation stattgefunden. Und der Prozess muss partizipativ sein, also das Office am Ende selber. Und dann kam es zur Gründung dieser Prozessgruppe im November 2022, also recht früh dann schon nach Projektstart auch, nachdem Annika Voss damit gestartet hatte, diesen Prozess zu beginnen. Und dann gab es natürlich erstmal den Startprozess und man hat sehr früh gemerkt, dass Studierende eben intensiv auch eingebunden werden sollten. Jetzt habe ich schon ein bisschen über die Prozessgruppen allgemein geredet, möchte jetzt aber nochmal darauf einkommen, wer genau diese Gruppe eigentlich ist. Klingt am Anfang, finde ich, immer ein bisschen allgemein. Ich habe mal ein paar Puzzleteile mitgebracht, die diese Prozessgruppe begleitet. Und zwar besteht sie aus VertreterInnen der studentischen Gremien. Das waren immer zwischen 4 und 6 Personen. Genau, die Gremien sind das Studierendenparlament unter anderem, für das ich auch in diese Prozessgruppe gekommen bin, da ich dort eben tätig bin, dann der Allgemeine Studierendenausschuss und noch die bei uns Fachschaftsvertretungskonferenz. Das waren die 3 Gremien und aus denen haben wir Personen immer hart abgesandt, die dann eben diese Prozessgruppe gebildet haben. Genau, es gab dann circa jeden Monat ein Treffen,
Und dazu hat Annika Voss uns eingeladen. Ein weiterer Puzzleteil war dann die Festlegung des Prozesses. Da ging es dann um Fragen, so wann involvieren wir Personen, wen wollen wir überhaupt involvieren und wie soll dieses Involvieren der Person eigentlich aussehen, mit welchen Fragestellungen. Also soll es Interviews geben, Workshops oder wollen wir irgendwie andere Formate anwenden? Und Annika Voss hat dann eben das vorbereitet und dann zur Abstimmung immer in die Prozessgruppe gegeben, sodass alle Festlegungen in dem Prozess von dieser Prozessgruppe auch getragen wurden. Ein weiterer Puzzleteil ist das Thema Transparenz sehr groß. Und zwar war die unabdingbar eben für eine gemeinsame Arbeit, damit eben diese Prozessgruppe auch alle Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen treffen kann. Also es brauchte irgendwie immer eine gemeinsame Grundlage, einen gemeinsamen Wissensstand. Das bedeutet, man muss auch gucken, was für Ergebnisse haben wir, was liegt schon vor, welche Ergebnisse brauchen wir noch und wie ist dann auch der Prozessstand. Also gibt es vielleicht mal eventuell Verzögerungen oder auch Probleme und die wurden dann immer sehr schnell auch deutlich gemacht, wenn es irgendwie länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Zudem kann es natürlich auch äußere Umstände geben, die wurden dann auch kommuniziert. Das sind dann Dinge, die mit dem Office an sich nicht unbedingt direkt was zu tun hatten, aber irgendwie auch einen Punkt sind, wie zum Beispiel ein Wechsel in der Legislatur bei uns in den Gremien. Oder eben aber auch Finanzierungsfragen. Und auch das wurde immer angesprochen. Das letzte Puzzleteil, was ergänzt werden muss, ist dann natürlich die Konzeption. Am Ende wurden alle Ergebnisse zusammengefasst. Wir haben 2 Workshops gemacht an 2 Tagen hintereinander, nochmal intensiv daran gearbeitet und haben dann am Ende die Ergebnisse aus dem Prozess übersetzt in ein Konzept, was wir am Ende abgeben möchten. Das ist quasi schon mal erstmal der erste Teil zum Thema Prozessgruppe. Und damit man das so ein bisschen irgendwie einmal auch sacken lassen kann, habe ich schon mal ein kleines Zwischenfazit mitgebracht. Bei diesem partizipativen Prozess ist es so eine relative Seltenheit an der Uni. Die gab es bislang so in der Art noch nicht so häufig. Es gab schon viele Prozesse, die Studierende alleine hatten oder eben auch die Verwaltung an sich, aber selten, wo die Statusgruppen so miteinander zusammenarbeiten, wie in diesem Fall. Und deswegen genau war es natürlich irgendwie was zum Ausprobieren und muss erstmal geguckt werden. Und es haben sich natürlich auch Hürden gezeigt bei der gemeinsamen Arbeit in der Prozessgruppe. Und das eine wäre zum Beispiel das Treffen vereinbaren. Genau, es war zum Beispiel schwierig, eben bei der Anzahl öfter ein Treffen zu finden. Einmal aufgrund von Semesterzeiten und Studierenden, dass man einerseits zwar irgendwie viel im Voraus planen muss, aber manchmal auch irgendwie ist es doch leichter, aber wieder spontaner zu gucken. Und es war manchmal dann irgendwie schwierig, den Prozess voranzubringen, vor allem wenn das Treffen irgendwie länger gedauert hat. Genau, Übergänge sind dabei auch ein wichtiges Thema, ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte. Da hatte ich schon mit den Legislaturen vorhin einmal kurz drüber geredet. Bei uns werden nach jedem Jahr diese Gremien, das Studierendenparlament, der Allgemeine Studierendenausschuss und die Fachschaftsvertretungskonferenz eben neu besetzt. Das heißt, es kann sein, dass Personen halt nicht mehr in dem Gremium arbeiten. Und da hatten wir 2 bis 3 Personen, die ausgeschieden sind aus der Arbeit, wurden dann allerdings durch 2 neue Personen ersetzt und es hatte dann ein Treffen mit Übergabe stattgefunden, was auch sehr gut geklappt hat, sodass es keinen Informationsverlust gab, sondern eher neue Perspektiven mit in die Arbeit hineingeflossen sind. Wichtig allgemein war aber eine große Vertrauensbasis, weil wenn zum Beispiel die Treffen noch gedauert haben oder bei den Übergängen es ein bisschen gehakt hatte, mussten manchmal trotzdem mehr Entscheidungen gefällt werden und die hat dann Annika gefällt und hat uns dann zeitnah in Kenntnis gesetzt. Und um dieser Problematik am Anfang irgendwie ein bisschen zu begegnen, wurden zu Beginn Regeln aufgestellt für die Zusammenarbeit, dass man eben so gemeinsame Grundlagen eben klärt. Und da war auch das Datenmanagement mit drin, weil das zu Beginn auch etwas problematisch war. Da ging es darum, okay, wie können wir Daten ablegen und wie werden sie aufbereitet, damit wir Studierenden schnell da rankommen, aber jetzt auch nicht irgendwie 7 Seiten jeweils immer lesen müssen, weil für uns war das alles ein Ehrenamt und damit ja auch irgendwie unsere Freizeit. Und die Lösung war häufiger Treffen, auf denen halt dann die Inhalte zusammengefasst wurden und wir haben in einem Cloud-Dokument auch jedes Mal Protokoll geführt, was live mitgelesen werden konnte. Was sich als positiv gezeigt hatte, war, dass wir sowohl online als auch vor Ort Treffen hatten. Das hat sich ganz gut gezeigt bei Vor-Ort-Treffen, dass es eben ganz praktisch war, wenn man länger Zeit hatte und online, wenn es um ein spontanes und nur kurzes Meeting ging.
Zudem gab es eben eine Konstanz in der Gruppe. Eben nach dem Legislaturwechsel blieben die Personen, die die Gremien geschickt haben, die gleichen, so durch dass man sich kannte und eben eng zusammenarbeiten konnte. Und auch die Projektkoordination mit Annika Voss blieb konstant, hat also sehr gut dafür gesorgt, dass wir alle auf einem Stand bleiben und nichts verloren oder nicht beachtet wird. Und die Workshops, kann man sagen, waren auch eine sehr gute Sache. Da haben wir intensiv an den Themen gearbeitet. Und man konnte alles sagen, dann hat Annika die Ergebnisse aufbereitet und dann haben wir daraus eine Grundstruktur erarbeitet und dann der Gruppe gezeigt. Und hier kommt schon erstes Mal die Pizza zum Einsatz. Es hat sich nämlich gezeigt, es braucht irgendwie auch eine Anerkennung für die Arbeit in dieser Gruppe und zur Motivation haben wir tatsächlich dann Pizza bestellt in diesen Workshops, was sich als sehr gut erwiesen hat. Wenn man es als Benefit betrachten kann, ist es wenigstens eine kleine Sache, dass man immerhin Pizza bestellen kann. Genau, jetzt möchte ich zum Prozess übergehen. Wie sah der am Ende jetzt aus? Und zwar hat es da drei Phasen oder drei große Punkte, die wir uns angucken. Der Anfang war die Recherche. Da ging es um Literaturrecherche, Change Management, Student Digital Offices in anderen Städten und so Green Offices, die ich schon angesprochen hatte. Man hat sich dann auch ausgetauscht mit verschiedenen Hochschulen und Initiativen, wo es solche Projekte schon gibt. Und diese Gespräche wurden dann protokolliert. Das war der Teil der Recherche. Und dann gab es die Bedarfserhebung. Da gab es dann drei Interviews mit Mitarbeitenden und Lehrenden. Und es wurden auch Workshops mit Lehrenden und Mitarbeitenden durchgeführt. Das waren drei Stück mit insgesamt 35 Teilnehmenden. Mit der Fragestellung, mit welchem Wissen und welchen Fähigkeiten sollen die Studierenden der CEU im Bereich digitale Transformation vorankommen? Und wie kommen sie hier an? Das war so der Teil des Workshops mit den Mitarbeitenden. Und dann gab es auch noch einen offenen Workshop mit Studierenden, tatsächlich aber mit sehr geringer Teilnahme, vielleicht aufgrund von der Örtlichkeit oder eben von Zeitproblemen. Mit der Fragestellung, was wollen Studierende von der digitalen Transformation und was lernen sie dazu schon? Und es gab einen weiteren Workshop auf Einladung für studentische Gremien. Da gab es eine sehr gute Teilnehmerinnenzahl mit der Fragestellung, was wollen Studierende von der digitalen Transformation und was benötigen die studentischen Gremien? Und hier kann man auch sagen, gab es wieder die Pizza. Wenn es nur ein kleiner Anreiz war, hat er auf jeden Fall geholfen zur Motivation und damit Leute eben auch gerne kommen. Und es gab dann noch die Ergebnisse der allgemeinen Studierendenbefragung aus 2021 und 2020. Da ging es nämlich eben viel durch Corona um die digitale Transformation, die haben wir auch mit einfliegen lassen. Und all diese Antworten wurden dann gebündelt und es wurde dadurch dann ein Konzept entwickelt. Auch für diesen Prozess kann man ein Zwischenfazit ziehen. Und zwar hatte ich ja schon angesprochen, es gab eben verschiedene Teilnehmende, was zum einen natürlich verschiedene Perspektiven noch einbringt, was ein sehr guter Vorteil sein kann, eben weil dadurch viele Meinungen und viele Ideen reinkommen. Manchmal aber müssen sie auch eben gebündelt werden. Das kann bei verschiedenen Persönlichkeiten und Arbeitsweisen natürlich auch manchmal länger dauern. Die Trennung der Statusgruppen war am Anfang auch nicht ganz optimal, vor allem für die Lehrenden und Mitarbeitenden. Die haben sich gewünscht, mehr in den Austausch mit den Studierenden an sich zu kommen, die auch geäußert haben, dass eine punktuelle Mischung gut wäre, wodurch wir uns mitgenommen haben, dass vielleicht man auch einen Workshop mit allen Statusgruppen anbieten könnte. Genau, anfangs gab es auch eine sehr hohe Informationsflut. Es war noch etwas unübersichtlich. Ich persönlich studiere Psychologie und nicht irgendwie Informatik oder irgendwas, was schon mit dem Digitalen mehr in Berührung ist. Man musste mich in die Themen auch erstmal deutlich einarbeiten. Vor allem, weil es sehr viele Informationen an unserer Uni gibt, aber eher wenig gesammelte Informationen zu diesem Thema. Genau, und dann die Teilnehmerzahl bei den Studierendenworkshops war ein Problem, da die sehr gering war. Und dann kamen wir dazu, dass wirklich Anreize geschaffen werden müssen, damit man Studierende mit einbeziehen kann, ob es jetzt ECTS sind, Zertifikate oder mindestens, oder ich würde eher sagen, wenigstens Pizza. Und wenn wir uns den Prozess jetzt einmal gesamt angucken, habe ich da ein Zitat mitgebracht eines Interview-Teilnehmenden, und zwar: Digitale Transformation benötigt eine Vision, die größer ist als digitale Transformation. Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Satz und das ist auch die Vision tatsächlich, auf der unser Konzept dann aufbaut. Und jetzt ist so ein bisschen die Überschrift des Ganzen am Ende geworden. Und jetzt wollen wir uns natürlich dann einmal auch das Konzept im Genaueren anschauen. Und zwar
gibt es da drei große Bereiche, die damit eingeflossen sind. Das eine wäre die Literaturrecherche, aus der konnten wir die Gelingensbedingungen eben gut ableiten. Das war, dass es einmal ein Mandat braucht vom Präsidium. Also man muss irgendwie einbezogen sein. Das Office sollte nicht in Vergessenheit geraten. Das kann eben dadurch sehr gut gelingen. Und es sollte eben eine flache Hierarchie geben als Optimum. Und das wurde eben für uns auch in der Konzeption berücksichtigt. Bei den Mitarbeitenden und Lehrenden wurde geäußert, dass die Bedarfe der Studierenden der CU oft unklar sind und dass die vielleicht erhoben werden sollten. Es wurde sich interdisziplinäres Arbeiten gewünscht, genauso wie statusübergreifendes Arbeiten, hatte ich schon erwähnt, also mit den Studierenden zusammen. Und der Future Skills Erwerb wurde sich dort auch mehrfach gewünscht. Bei den Studierenden hat sich für uns ergeben, dass die Rahmenbedingungen für digitale Lehre oft noch nicht so vorhanden sind und geschaffen werden sollen, dass sich mehr Unterstützung gewünscht wird bei der Verwendung digitaler Tools, ob es die Lehre betrifft oder selber die eigene Arbeit. Die Vereinheitlichung und Vereinfachung der digitalen Infrastruktur wurde oft angesprochen. Wir haben hier an der Uni sehr viele verschiedene Websites, die oft das Gleiche eigentlich tun, man aber trotzdem auf drei verschiedenen gucken muss, um seinen Stundenplan zum Beispiel zu erstellen. Und die Sichtbarkeit des Ist-Zustandes. Also was haben wir überhaupt schon? Wir haben eine Cloud, von der wissen nicht alle, dass man überhaupt mal weiß, was haben wir für Möglichkeiten an dieser Uni. Und das Ganze bündelt sich in unserem Konzept. Und da haben wir für uns 5 Themen am Ende rausgearbeitet, die sich die Studierendenschaft und die Mitarbeitenden eben wünschen. Und das wäre zum einen eben einmal das Netzwerken. Und da geht es darum, dass man selbst vernetzt und eben auch studentische Netzwerke zusammenbringen will, um Studierende für einen aktiveren, interessierten Zugang eben zu ermöglichen zu verschiedenen Netzwerken. Dann ist Unterstützen ein großes Wort. Da geht es darum, dass Studierende beim Ankommen einmal an der Uni unterstützt werden, aber eben auch im Kompetenzerwerb, was den Bereich digitale Transformation, wie eben Future Skills oder digitale Ethik angeht. Da soll zum Beispiel ein Diskursraum geschaffen werden. Informieren bedeutet, dass über die Prozesse und aktuelle Entwicklung an der CU und über digitale Transformation allgemein informiert werden soll. Initiieren bedeutet einfach nur, dass eigene Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekte eben initiiert werden sollen. Und zuletzt noch Bedarf ermitteln und Wissen generieren bedeutet, dass selbst technisches Know-how besitzen oder generiert werden soll und Bedarf halt innerhalb der Studierenden dann am Ende erhoben werden soll. Das Team sieht so aus, dass es studentische Beschäftigte sind. Es sind dann 5 Personen, die dort angestellt werden, auf die sich dann die Themen nach Aufgaben eben aufteilen. Zudem soll es eine mitarbeitende Person geben, die in Teilzeit dort arbeitet und zusätzlich administrative Aufgaben übernimmt. Und wie aus der Literaturrecherche zu entnehmen, soll es eben eine flache Hierarchie geben. Wichtig ist natürlich auch die Organisation. Wir wollen ja einen physischen Ort schaffen, also braucht es einen Raum. Die Anbindung an die Gremien ist sehr wichtig. Wir haben dort eine Anbindung eben an den AStA, den Allgemeinen Studierendenausschuss, geschaffen, ohne Stimmrecht, aber eben mit einer aktiven Mitarbeit, einer aktiven Stelle. So sieht es auch im Senatsausschuss aus, um eben eine gute Einbindung auch an diese Gremien zu haben und auch den studentischen Bezug nie zu verlieren. KooperationspartnerInnen müssen organisiert werden, mit wem arbeite ich wie zusammen. Es braucht eine Jahres- und Finanzplanung, die haben wir erstellt. Und müssen uns über die Kommunikationsstrategie Gedanken machen, wie wollen wir das Office kommunizieren, wie kommuniziert das Office selbst. Das ist quasi unser Konzept, was jetzt geschrieben wird. Und ich habe noch fast zum Abschluss einen Ausblick mitgebracht mit den 2 Punkten, die gerade anstehen. Das eine wäre der Name, habe ich ganz zum Anfang erwähnt. Wir wollen nicht bei Student Digital Office bleiben, sondern hatten jetzt am Ende 4 Namen zur Auswahl und sind die letzten Tage mit Tablets auf dem Campus rumgelaufen und haben eine Testung durchgeführt und Studierende, Lehrende und Mitarbeitende gefragt, welche Namen sie gut finden und wollen jetzt diese Testung auswerten und dann den Namen auswählen, der am meisten eben überzeugen konnte. Das Konzept wird jetzt auch verschriftlicht, also die Themen, die Sie eben sehen konnten, werden jetzt in ein Konzeptpapier verschriftlicht. Zudem wird es auch Layout und Poster geben. Und wenn dieses Konzept dann am Ende steht, wird es in den studentischen Gremien eben verabschiedet und dort eingebracht und auch natürlich am Ende vom Präsidium der CU auch hoffentlich verabschiedet. Genau. Und am Ende steht dann natürlich das Konzept und das soll fertig sein zum Wintersemester 2024/25. Und ganz zuletzt jetzt tatsächlich möchte ich ein Gesamtfazit ziehen. Und zwar einmal aus der Mitarbeitendenperspektive und auch aus der Studierendenperspektive. Das haben wir so gelöst eben, weil es halt wichtig ist zu gucken, okay, wo ist denn der Bezug? Wo sind die Unterschiede, wenn es um einen Prozess geht, wo beide Statusgruppen aufeinandertreffen?
Und genau bei der Mitarbeiterperspektive habe ich mir von meiner Kollegin ein paar Infos geholt. Genau, und da wäre der erste Punkt, den sie genannt hat, einmal, dass man Mut haben sollte, Studierenden auch echte Verantwortung zu geben. Also, dass man sie nicht nur punktuell einbindet, sondern von Beginn an. Das kann manchmal dadurch zwar länger dauern, aber erhöht eben die Akzeptanz von Projekten und weckt auch so den Gestaltungswillen der Studierenden. Sie hat noch genannt, dass Transparenz und Augenhöhe sehr elementare Bestandteile sind, weil man dann ehrlich miteinander arbeiten kann. Und das beinhaltet natürlich, dass man auch ehrlich kommuniziert, wenn es halt Verzögerungen gibt. Und wie wir das auch gemacht haben, ist es dann sehr gut, eben zu Beginn gemeinsame Regeln für eine Zusammenarbeit festzulegen. Das natürlich auch gemeinsam. Es sollte keine Angst vor verschiedenen Perspektiven geben. Also der Diskurs ist erwünscht. Und wichtig ist nur, dass dann die finale Entscheidung auf guten Argumenten beruht. Und falls die Studierenden akute gegen etwas sind, hat es auch eigentlich seine Gründe. Man sollte früh mit Studierenden über zeitliche Komponenten sprechen, weil es kann Wechsel geben innerhalb der Studierenden, es kann Übergangsgespräche geben, das muss manchmal auch dann die Zeit im Alltag berücksichtigt werden. Studierende, meinen Sie, antworten nicht immer direkt auf Mails, deswegen können Prozesse auch mal länger dauern und das muss dann einkalkuliert werden. Zudem sollte mehr Diskurs über Anerkennung von Ehrenamt an Unis eben fallen, weil nicht alle können sich ein Ehrenamt leisten, aber eigentlich steckt in uns Studierenden ein großes Potenzial, das genutzt werden sollte, auch für die Weiterentwicklung der Uni. Und vielleicht wäre die Lösung mindestens ausführliche Bescheinigung, vielleicht auch Zertifikate oder ECTS. Generell war Ihr Fazit aber, dass wir zukunftsfähig sind mit diesem Projekt oder diesem Prozess. Kurz noch zum Abschluss meine Perspektive oder die Studierendenperspektive, kann ich einfach sagen, dass es mehr partizipative Prozesse an der Uni geben sollte, auch mehr davon durchgeführt werden sollten. Denn Universität sollte für mich Partizipation sein und Partizipation könnte Universität sein. Ich finde, da gibt es noch ganz viel Gestaltungsspielraum. Man sollte aber immer auf eine gemeinsame Informationsbasis achten, hatte ich auch ein bisschen erwähnt. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig, da reinzukommen, weil es doch ein anderes Thema war und wir uns gegenseitig erstmal viel updaten mussten, um wirklich eine Basis zu haben. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Auch die Zeitplanung sollte regelmäßig aktualisiert werden, eben weil es wechselnde Legislaturen gibt. Wir haben alle unterschiedliche Studienfächer, also unterschiedliche Zeitpläne, unterschiedliche Stundenpläne. Und das ist natürlich für uns alle ein Ehrenamt. Und da komme ich auch zu meinem Punkt, den ich auch habe. Die Anerkennung vom Ehrenamt ist mir auch sehr wichtig. Genau, dass man das eben, wenn es nur wenigstens durch Pizza, aber vielleicht durch Zertifikate oder so, manchmal mehr wertschätzen könnte. Aber generell, auch mein Gesamtfazit ist, dieser Prozess ist zukunftsfähig und ich finde, das ist ein schönes Abschlussfazit für diese Präsentation. Genau, dann kann ich nur Danke sagen.